Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grotesque Tactics Evil Heroes. In der letzten Folge haben wir die Barbaren ausgeschaltet. In der Folge werden wir dann mal gegen Sir Death antreten. Bis hierhin wäre es geschafft. Lasst uns jetzt die schwarzen Ritter vornehmen. Doch Vorsicht, die sind gefährlich. Ihr habt die Brücke überqueren können. Gerne würde ich mich und euch in einem Zweikampf sehen, Holy Avatar. Doch der Zeitpunkt ist noch zu früh. Er flieht, Feige. Hey, die schwarzen Ritter sind gegangen. Wir haben es geschafft. Ha, Männer sind Angsthasen. Ich hätte ihm seine Fresse poliert und seine Glatze mit dazu. Vergesst bitte nicht, warum wir eigentlich hier waren. Dort am Strand sollte die Truhe sein. Genau, wir wollten eigentlich die Heiltränke. Und die Dings sind einfach verschwunden, die schwarzen Ritter. Okay. Wobei, das könnte jetzt auch schon wieder ein Hinterhalt sein. Und ich frage mich, warum letztes Mal die Truhe nicht da war. Heilpflanzen kriegen wir, okay. Goldbeutel. Kitschige die Gesamtschleife, okay. Und die kitschige Gesamtschleife. Sieht so aus, als wären das die Danke. Heilpflanzen, oder Candy? Ja, das habe ich alles ganz allein zusammengesucht gehabt. Dann kannst du ja ganz auf toll dich sein. Gemacht. Okay, bevor das gleich wieder in Streiterei ausartet, lasst uns lieber weiter. Vielleicht ist Cynthia dieses Mal nicht so knauserig. Gut, die Truhe wurde gefunden. Hier wäre mal wieder alles erledigt. Damit sollten wir der Dark Church erneut gezeigt haben, dass wir kämpfen können. Selbst Cynthia sollte nun ein leises Lächeln auf ihren zauberhaften Lippen haben. Zauberhaft, hm? Wie ihr meint. Sprecht seine halbgöttliche Wenigkeit wieder an, wenn ihr soweit seid. Ja, aber erstmal, wenn wir noch diese Samtschleife dann vergeben, ja, sie hat ja noch nichts. Mana bringt das Bewegung Geschick, ja, das passt eigentlich gut. Dann werden wir wohl jetzt zurückreisen nach Station Wish. Drake, wir brauchen dringend eure Hilfe. Kommt schnell zu mir, Soldat! Oh, das scheint wohl wichtig zu sein. Aber vorher sprechen wir noch mit Cynthia. Was wünscht ihr? Der Kurier ist da und hat die Heilpflanzen mitgebracht. Das wurde aber auch Zeit. Wieso habt ihr so lange getrödelt? Ach, uns haben nur ein paar Sektenmitglieder aufgehalten. Ihr wisst schon, schwarze Ritter, Assassine und dann auch noch Barbaren. Trotz der unnötigen Verspätung bekommt ihr zwei kleine Heiltränke von mir. Gold als Belohnung hatte ich auch wirklich nicht bei euren kleinen Ersparnissen erwartet. Das klang so, als wären wir noch nicht fertig. Ich muss die Heilpflanzen zur Arterie. Jetzt hat sie gerade die Dings gewechselt. Aber ich habe noch eine lange Schlange Bedürftiger. Oh Gott. Das ist immer ein dermaßen billiger Wechsel des Synchronsprechers oder Synchronsprecherin. Nee, eher nicht. Ich könnte die Heilpflanzen transportieren. Eine wirklich vorzügliche Idee. Ihr findet Arterius im Westen von Station. Ja. Wo ihr könnte er bloß so sein? An. Wollt ihr für so eine Kleinigkeit etwa auch eine Belohnung? Ja. Wer weiß, was uns für Horden an Monstern auf diesem Weg erwarten. Macht euch nicht über mich lustig. Also gut. Ihr bekommt dafür noch etwas. Grüßt Arterius von mir. Er soll euch die Belohnung geben. Ja, genau. Und dann sprechen wir mit Arterius. Seid mir gegrüßt, Junge. Cynthia schickt mich. Oh, was möchte denn die Gute? Einen Trank? Ja, erstaunlich. Wie konntet ihr das erraten? In meinem Alter entwickelt sich eine gewisse Weisheit. Ja. Nicht. Nein, doch. Ich soll euch diese Heilpflanzen geben. Ganz bestimmt. Nehmt. Außerdem meinte sie, ihr würdet uns eine Belohnung geben. Oh, aha. Diese geizige Hexe. Sollt sie doch die Dark Church holen. Oh, nein, doch nicht. Stimmt, ich schulde ihr noch einen Gefallen. Also schön, hier sind 50 Gold. Wow. Na, das nenne ich doch mal eine denke, vernünftige Belohnung. 60 Gold. Oh, seid ihr euch sicher mit den 50 Gold? Ja, nein, doch nicht. Es waren 70 Gold, hier. Jetzt habt ihr mir aber insgesamt 130 Gold gegeben. Wie? Was? Ja. Nein! Okay, wir haben mehr Geld jetzt eigentlich durch diesen Botenjob gekriegt als. Nicht gleich alles. Als bei ich dem. Straight Edge. Ich trinke höchstens Heiltränke. Bei dem Holen von dem Heilpflanzen.
Dann haben wir jetzt mehr gekriegt für. Und ich denke mal, wir werden die ganzen Pfandhalfiolen mal wieder verkaufen. Ja, das ging ja irgendwie. So oder? Oder so? Ach, egal. Irgendwie habe ich die ganzen verkaufen können. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich das gemacht habe mit einer Taste. Aber egal. So, und dann gehen wir mal zu East, der ja irgendwas von uns willkommen wollte. Was gibt es so Wichtiges? Um es kurz zu machen, die Dark Church greift Station Wish an. Okay. Wo ist die Dark Church? Noch könnt ihr sie aufhalten. Sie oder was, oder wo? Und da ist auch ein Spinnnetz. Spinnnetz. Spinnschwert. Könnt ihr vielleicht die volle Truppenstärke verhindern? Ja, das gibt's hin. Also gut, wir machen uns auf den Weg. Noch irgendwelche Ratschläge? Kauft alles, was ihr hier noch kaufen könnt. Denkt daran, wahrscheinlich müsst ihr auch gegen Riesen und Magier kämpfen. Okay, dann zeig mal deine Waren, ob du irgendwas Neues hast. Ich denke mal eher nicht. Nee. Aber dafür können wir vielleicht noch der letzten Jungfrau einen besseren Bogen verschaffen. Beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob der unbedingt... Ja, doch, der ist besser. So. Ja, das passt. Und dann geben wir die restlichen Goldmünzen dann noch für Tränke aus. Sein. So, und wir nehmen... Was nehmen wir denn? Ja, so zwei kleine Heiltränke sind 60 wert und wir haben insgesamt 130 für den zweiten Auftrag gekriegt. So haben wir so eine barbarische Lederrüstung eigentlich schon für... Lederrüstung, ja. Verteidigung 3, Verteidigung 3. Ja gut, das hatten wir auch schon. Oder nehmen wir mal kleine Heiltränke, denke ich. Ach ja, genau. Ging ja nur so. Und dann noch kleine Mana-Tränke, so. Und das müsste eigentlich als Kampfration reichen. Wirklich weggestorben und Geld verschwendet. Für Wiederbelebung haben wir eigentlich nur zweimal, glaube ich. So. Und dann noch ein Quicksave. Es wird ja schließlich Station Wish angegriffen. Also auch noch einen richtigen Save. Wie sieht das okay aus, Drake? Die Dark Shell steht vor den Toren von Station Wish. Dann lasst uns Station Wish verteidigen. Sind alle geheilt und ausgerüstet? Yep. So soll es denn sein. Ach, und wir sind wieder hier am Anfang. Ihr solltet genug haben, um Station Wish. Wer ist das denn? Oh, Mutter Gottes. Ich hoffe, es läuft alles nach meinen Erwartungen. Die irgendwie aussieht wie es ist Solitär. Alles in bester Ordnung. Die Ogre kümmern sich gerade um die letzten. Der sieht aus wie Drake. Genial. Das will ich hoffen. Die haben nur wenige Modelle irgendwie und die jetzt haben sie ein bisschen geändert. Dulde ich keine weiteren Fehler mehr. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Was passiert? Natürlich, Mademoiselle. Mademoiselle. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird Station Wish nicht kampflos aufgeben. Oh verdammt, Ogre! Früher oder später mussten wir ja solchen Ungetüm begegnen. Ach scheiße, die greifen doch uns an. Diese Ritter halten aber auch gar nichts aus. Die sollten mich mal brüllen hören. Rukel, ja. Vorsicht vor ihrem Brüllen. Du bist zu klein, du würdest sicherlich wegfliegen. Ah, ihr sagen's was über meine Größe? Ich sein's für Goblins ziemlich groß. Hey, ich mach mir nur Sorgen, okay? Im Gegensatz zu Western. Die Church haben im Süden noch nichts mitbekommen. Lasst uns derweilen die Ogre fertig. Und West fliegt irgendwie. Rennt nicht tiefer, sonst müssen wir an mehreren Fronten kämpfen. Für Glory! Ja, für Glory. Die Ogre-Jagd. Die Evil Heroes müssen die Ogre zur Strecke bringen, ja. Machen wir einen Quicksave und ich denke mal, wir kümmern uns zuerst um den Ogre da. Den hier. Und Drake wird einfach mal Riesentöter dann direkt einsetzen. Ist ja auch irgendwie sinnvoll gegen Ogre. Und er steigt sogar auf. Also eine Stufe. Holy Avatar, ja. Er wird auch mal draufdreschen. So, und dann kommen jetzt die Fernkämpfer dran. Ja, einfach mal Zielschuss auf alle, von allen auf diesen Ogre hier. Wobei, vielleicht könnte sie ja mit so einer Barriere hier aus Ranken. Uns vor dem Ogre schützen, ja. Ich denke mal, das hält ihn vielleicht ein bisschen ab. Und der Rest attackiert einfach den anderen Ogre derweil.
Wobei wir Wuke lieber außen vor lassen, nicht dass der weggebrüllt wird. Ah, und sie kann jetzt Steinhut. Okay. Das werden wir dann am besten einsetzen auf denjenigen, der auch wirklich von dem Ogre angegriffen wird. Und Solitär, ja. Setzt einfach mal Vergiften auf den Ogre da ein. Okay, und West. Ja, West geht einfach mal hier hin und wirft mit dem Bumerang. Oh. Okay, Drake müsste geheilt werden, dann schicken wir gleich, Gott, wie hieß sie? Ich vergesse ständig ihren Namen, Angelina. Und er setzt dann halt einfach wieder Riesentöter ein. So, und ich denke mal, den können wir sogar noch diese Runde ausschalten, den Ogre hier. So, und Holy haut nochmal drauf und schaltet den Ogre tatsächlich aus. Gut. Ja, Mandy schießt dann einfach mal auf den übrig gebliebenen Ogre, den wir da ziemlich gut festhalten. Der gleiche noch im Fall. Ukul bleibt einfach mal da und sie halt Drake. So. Und Solitär setzt wieder Giftnebel ein. Und West wirft seinen Bumerang. Mana haben wir, glaube ich, genug erstmal. Und die verletzte Wache. Okay, die bleiben einfach nur doof daneben stehen. So, Drake bleibt hier auch einfach mal stehen. Holy Avatar geht mal hier hin. Ja, und der Rest attackiert einfach normal. Kann man da irgendwie noch Feuer drin machen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass das den Ogre mit betreffen würde. Dann werden wir den einfach schnell ausschalten. Viele Treffer sollte der ja nicht mehr aushalten können. Solitär. Ah, ne, erst noch Wukul. Ja, Wukul verteidigt sich. Ja, sie brauchen wir jetzt auch nicht. Und der Ogre kann nichts machen. Und wird dann jetzt auch von uns ausgeschaltet. Beziehungsweise von West. So, und das war's dann mit dem Ogre hier. So, jetzt gilt wieder erkunden. Oh, da ist ein. Das Tokuchik von Mandy. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal wieder auf Trolljagd. Und greifen diesen Troll an mit. Ja, Riesentöter von Drake ist da wirklich das Beste. Wobei Holys normaler Angriff, ne, 13, auch schon einigermaßen reinhaut. Nicht dahin. Warum auch immer sie jetzt dahin gesprungen ist. So, und einfach auf den Ogre Fernschuss einsetzen. So, und Mandy auch einfach auf den Ogre schießen. Und Candy genau dasselbe wie bei allen Jungfrauen. Einfach schön draufhalten und Wukul hält sich wunderbar raus. So. Rüstung, denke ich mal, braucht Holy. Beziehungsweise Steinhaut, was auch aus einem anderen RPG importiert sozusagen ist, so, und Solitär vergiftet einfach mal. Und West, ja, West kann sich da dummerweise nicht hinstellen, na gut, dann bleibt er einfach mal da stehen. Ja, nicht Solitär, okay, sie lebt noch, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und der Ogre lebt nicht mehr, Drake schaltet ihn schön mit einem Riesentöter aus. Die Ogre sind besiegt. Wow. Wir sind echte Riesentöter. Yep. Mann, das war echt heftig. Die haben verdammt viel Kraft. Rucke nie wieder Ogre begegnen wollen's. Okay. Wer braucht Heilung? Heilung braucht Solitär und sie kriegt dann auch gleich Regeneration. So. Und wir werden dann wohl jetzt gegen die Magier in den Kampf ziehen. Und ich denke mal, wir nehmen den Weg hier hin, denn der direkte gefällt mir nicht, weil das durch Straßengebiet geht und in Straßengebiet nehmen was? Die einfacher Schaden. Das sind Holy Avatar und seine Gefährten.
Wie konnten Sie? Sadrax, ich dachte, Sie wurden abgelenkt. Das wurden Sie. Das wurden Sie doch. Aber Sie hätten nach meinen Berechnungen viel länger brauchen müssen. Tja, verrechnet. Ich werde mich darum kümmern. Sadrax, ich bin enttäuscht. In diesem Fall werde ich nun gehen. Kümmert euch darum. Kommandant Don Claude, ihr dagegen kommt mit mir. Aber Mademoiselle, bekomme ich schon wieder nicht meinen Kampf gegen diese lächerliche Widerstandstruppe? Nun, Sadrax war der Meinung, er wäre der bessere Befehlshaber. Also bekommt er nun die Chance, die er glaubt zu verdienen. Merde! Soll er doch beim Feuertitan schmoren! Der Feuertitan. Wahrscheinlich da direkt neben sind Taurus. Die Truppen der Dark Church! Machen wir sie nieder! Vendetta! Ja. Kommt nur her, meine Kinder! Kommt hierher! Jetzt werdet ihr einen Meisterstrategen kennenlernen! Los, Magier! Bildet meine magische Falle! Vorsicht, bevor ihr wie eine Horde wildgewordener Jungfrauen auf die Barriere der Magier trefft. Bedenkt bitte, dass wir clever agieren müssen. Oui, oui! Eure Eilerin hat recht! Lasst mich bitte hier ganz viel spielen! Bitte! Ja, was auch Sinn gibt, so was haben wir denn da als Gegner? Besen. Die auch tatsächlich Gegner sind, magischer Besen, 30 Leben, wow. Dann wird Drake einfach mal versuchen, außen rum zu laufen. Sandy, ja gut. Kann die irgendwie vielleicht das Gebiet da in Brand stecken? Das würde, glaube ich, Sinn geben. Wenn sie das Gebiet da anzündet. Ja, Holy bleibt dann da einfach stehen. Mandy macht einen Durchschuss durch die. Ja. Nein, 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 nein. Ja, es war jetzt ein bisschen Bug-Using. Im Prinzip, aber so doof agieren müsste die jetzt auch nicht. Unbedingt. So, dann geht Candy mal hier hin und macht auch wieder einen Zielschuss. So, Wukul, ja, Wukul läuft mal in Richtung Drake. Dass er dem dann zur Not unterstützen kann. Ja, und die Heilerin bleibt irgendwie dazwischen. Ja, und Solitär kann zaubern. Nein, nicht da reingehen, nicht da reingehen, nicht da reingehen. Okay, ist ein bisschen Bug-Using, aber irgendwie gefällt mir der Kampf auch nicht wirklich. So, wenn ihr... Ja, bleibt da lieber stehen. Okay, ist eine, der Besen ist an Gift gestorben. Die Besenhorn. Ich denke, das mit dem Feuer war gar keine schlechte Idee. Oh, und Sadrax kommt und setzt Feuer irgendwas auf Holy ein. Und die anderen Magier auf Solitär. Wir müssen dringend Solitär rein. Ja, wir müssten irgendwie auf die verdammten Magier gehen. Die machen für meinen Geschmack viel zu viel Schaden. Okay, Drake kann die One-Hit mit seinem Riesentöter. Holy, ja gut, Holy steht da ein bisschen beschissen. Dann haut er einfach mal den Besen da weg. Sandy kann da irgendwas in dem Gebiet. Ja, sie kann auch was anzünden. Wobei, das, dann hätten wir die anderen abziehen müssen. Dann schießt sie lieber auf diesen Magier da, der auch schon geschwächt ist. Candy schaltet dann den Magier aus. Okay, Mandy. Ja gut, Mandy kann auch mal... Was kann sie denn? Ja, wobei, lieber nicht. Denn dann würde sie auch wieder ins Feuer laufen und Wurke. Gut, Wurke steht da auch ziemlich beschissen. So, Angelina geheilt werden müsste Solitär, beziehungsweise wir müssen Solitär heilen. Dann. Ja, fliegt sie jetzt einfach mal da irgendwie dahinter, dass sie nicht so viel den Weg blockiert. Und Sadrax kann heilen und er tötet Solitär. Das ist schlecht. Soli, verdammt! Jetzt bin ich wieder der Einzige, dem depressive Gedanken unterstellt werden, nur weil ich schwarz gekleidet bin. Okay, dann müssen wir den Kampf wohl ohne sie meistern.
Aber ich würde sagen, wir machen es in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, Leute. Ciao.